Hey Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie man ein Explorer Race GT von Generic wieder zum Laufen bekommt. Das ist der Roller von meinem netten Arbeitskollegen. Er springt leider nicht mehr an und der Kollege hat mich gefragt, ob ich ihn wieder zum Laufen bekommen kann. Wir probieren ihn kurz aus. Ich starte ihn mal. Wir schauen, ob er anspringt. Wahrscheinlich nicht. Erstmal mit dem Elektroanlasser. Den Kickstarter. Ne, der will nicht. Dann nehme ich mal als erstes das Helmfach ab und schau mal rein, wie es da drin aussieht. Das Helmfach hier öffnen wir hier an der Seite mit dem Schlüssel. Dann geht's auf. Könnt ihr mal reinschauen? Komm mal her. Oh, ich habe da noch den ganzen Dreck drin liegen. Man muss einfach nur diese beiden Schrauben entfernen, diese beiden Schrauben, und dann kann man das Helmfach schon rausnehmen. Das ist ganz gut bei diesem Modell. Hier habe ich die vier Schrauben, die habe ich gerade gelöst. Jetzt nehmen wir mal das Helmfach wieder raus und schauen mal rein, wie es da aussieht. Ah, okay, ich sehe, das ist eine gedrosselte CDI, ist ein 25er. Da ist der Vergaser. Von oben kommen wir nicht an die Zündkerze ran, deswegen werde ich mal von unten wegmachen und schauen, ob ein Zündfunke vorhanden ist. Ich hier gerade unter dem Roller, schaue mir die Zündkerze an. Sieht nicht mehr so frisch aus, werden wir auf jeden Fall neu machen. Aber zuerst kontrollieren wir den Funken. Ich halte die Zündkerze hier unten an den Rahmen oder ans Metall. Und mein Azubi startet mal oben und wir schauen, ob ein Funke kommt. Starte mal. Okay, das war sehr eindeutig. Ein schöner Funken ist zu sehen. Bevor ich die neue Zündkerze einbaue, messe ich erstmal die Kompression. Dafür habe ich den Schlauch unten angeschlossen am Zylinderkopf. Und mein Azubi startet mal. Starte mal. Okay, die Batterie schwächelt auch schon. Wir kommen auf ca. 4 Bar, was natürlich schon ziemlich schlecht ist. Aber wir schauen trotzdem mal, was wir tun können. Die neue Zündkerze ist verbaut, die Kompression ist gemessen. Jetzt probieren wir zwischendurch einfach mal, ob es schon was gebracht hat und ob er jetzt anspringt. Okay, die Batterie haben wir leer georgelt. Ich probiere mal mit dem Kickstarter. Vielleicht ein bisschen Gas geben. Okay, er springt auf jeden Fall schon mal an, läuft nicht gut, deswegen baue ich den Vergaser aus, schaue da rein und schaue mir den Luftfilter an. So sieht das Schmuckstück von der Seite aus. Batterie wird schon nachgeladen und jetzt baue ich den Luftfilterkasten aus, der ist hier an der Seite. Und da muss man zwei Schrauben lösen. Hier eine, hier unten und da oben eine. Wenn man die gelöst hat, dann kann man von innen drin an dem Vergaser eine Schelle, die hier, die Klammer lösen und dann kann man ihn einfach wegziehen. So sieht der Luftfilterkasten aus von dem Explorer und der hat hier 5 Schrauben. Die löse ich kurz und dann zeige ich es euch weiter. Wie ich gerade gemerkt habe, reicht es nicht nur die 5 wegzumachen, sondern muss hier nochmal 4 Stück lösen. Also das Ding ist bombenfest. Habe jetzt alle Schrauben gelöst, mache ihn auf und wir schauen rein. Also es sieht eigentlich noch ganz in Ordnung aus. Nicht so wild. Oh, guck mal, Krabbelzeug ist da drin. Hat da einiges angesaugt. Machen wir schön sauber. Oder dann sollte das wieder gehen. Als nächstes baue ich den Vergaser aus. Ich habe hier ein bisschen beleuchtet. Dann machen wir hier den Zug hier weg, den Gaszug. Ist mit 2 Schrauben befestigt. Dann kontrolliere ich gleich nochmal die Benzinleitung, Unterdruckleitung, ob der Unterdruckhahn funktioniert. Und schauen auch, ob ein Ölzufluss besteht. Als ich hier gerade alles auseinandergebaut habe, kontrollieren wir den Unterdruckhahn. Das ist die Benzinleitung, die am Vergaser ist. Ich habe hier gesehen, dass die einen kleinen Riss hat. Ist nicht ganz so schlimm, da können wir einfach ein paar Millimeter von der Leitung abschneiden. Da haben wir genug da, dann ist es wieder komplett dicht. Jetzt lege ich hier wieder ein Vakuum an, das ist die Unterdruckleitung. Und wenn ich hier Vakuum anlege, mit diesem Fläschchen einfach, dann müsste hier Benzin rauskommen. So. Jawohl, Benzin kommt raus. Und wenn ich es wegmache, hört es auf zu laufen. Das bedeutet, Unterdruck kann funktioniert. Als nächstes baue ich den Vergaser aus. Ich möchte ihn so ausbauen, dass ich ihn immer waagrecht in der Hand habe, damit ich nichts verschüttel, weil ich möchte mal in die Benzinkammer reinschauen und schauen, was drin ist. Also das könnt ihr auch versuchen, einfach nicht großartig dran rütteln, sondern versuchen, ihn möglichst stabil auszubauen. Wenn alles lose ist, lässt er sich einfach locker rausziehen und ihn dann wirklich halt in dieser Position halten. Da machen wir drüben weiter. Ich halte den Vergaser weiterhin so und löse jetzt hier unten die Schrauben und zeige euch dann weiter, wie es drin aussieht. So, die Schrauben sind gelöst, jetzt kann ich das abmachen. Ihr müsst aufpassen, das Ding ist voll mit Benzin. Und wenn ihr dann reinschaut, könnt ihr sehen, was da alles so drin schwimmt.
Ich habe jetzt vermutet, dass vielleicht Wasser oder sowas drin ist, aber es sieht gut aus, deswegen schauen wir mal weiter. Das ist jetzt komplett gereinigt. Ölventil ist kontrolliert, Schock ist kontrolliert, funktioniert. Luftfilter wurde ausgebaut und gereinigt, sah noch gut aus. Ich habe das alles schon mal vorab hier zusammengebaut, damit ich es nur noch von unten reinstecken muss. Die Klammer drumherum, alles anschließen und dann ist fertig. Vergaser und Luftfilterkasten sind eingebaut. Das Helfer habe ich noch draußen gelassen, falls ich ran muss. Jetzt probieren wir mal zu starten und schauen, ob wir anspringen. Ich habe die Vergaserkammer schon mit Benzin geflutet, deswegen sollte der auch ziemlich gut anspringen, wenn alles tut. Okay, also mit Anlasser springt er schon. Bei dem Roller haben wir heute nur ein kurzes Programm gemacht, also nur die gröbsten Sachen, um ihn wieder zum Laufen zu kriegen. Ist nicht meine Art, ich empfehle immer komplett einen Rundumschlag, mal eine Pflege zu machen, Wartung zu machen. Bei dem hier pressiert es halt, weil er täglich gebraucht wird und wenn er mal Zeit hat, bringt er ihn und dann mache ich ihn vernünftig. Aber jetzt könnt ihr sehen, ich habe den Vergaser, ich habe den Roller warm laufen lassen, habe den Vergaser nachgestellt. Er springt jetzt auch super an, auch mit dem Kickstarter, wunderbar. Boah, ein bisschen Gas geben am Anfang, weil er noch ein bisschen kalt ist. Und er läuft ja super. Also ein Top-Roller geworden. Er wird damit noch viel Spaß haben.